Mein Name ist Antipathie. Naja, eigentlich heiße ich in echt ja gar nicht so. So, hier seht ihr mich beim Daddeln. Was bin ich multitaskingfähig? Ich kann hier zocken und euch gleichzeitig fundierte Hintergrundinformationen zu dem gezeigten Spiel liefern. Schade, dass das zur Folge hat, dass ich unnatürliche Sprechpausen mache, die es schwierig gestalten, das Gesagte in einen Kontext zu bringen. Und naja, ich beim Spielen nicht sonderlich viel reiße. Ja, okay, lassen wir das. Kaum zu glauben, dass solche Formate sogar mal einen ganzen TV-Sender füllen konnten. Sogar relativ lange. Giga, der Spartensender vom einstigen Premiere heutigen Sky, begründete quasi das Live-Let's Play. Damals war das noch technisch so herausfordernd, dass man dazu noch eine komplette Mannschaft samt Aufnahmeleitung benötigte. Heute kriegt man das ja auch ganz alleine hin. Jeder kann das auf YouTube selbst machen. Falls es Schnitte gibt, so können die ja auch in der Nachbearbeitung hinzugefügt werden. Mach ich ja zum Beispiel gerade auch nicht anders. Trotzdem brachte dieses Live-auf-Sendungsein viele Vorteile mit sich. Der größte davon ist wohl, dass Zuschauerreaktionen direkt berücksichtigt werden konnten. So wurden zum Beispiel Kommentare unter Artikeln oder Forenposts ab und an behandelt. Da fühlt man sich als Zuschauer doch direkt mit einbezogen und sofort geschätzt. Denn letztendlich, wenn ein Publisher der Meinung ist, ich möchte verhindern, dass irgendwelche Ankündigungen vorab rausgegeben werden, dann kann er das ja tun. Da Videospieler ja auch schon ein paar Jahre alt sein können, ist unter ihnen auch Nostalgie gerne gesehen. So kam es zum Beispiel zum Format Telespiel, in dem alte Konsolen und Spiele vorgestellt wurden. Und jetzt möchte ich noch mal ein bisschen auf die Konkurrenz eingehen. Wir haben ja schon hier den Atari Lynx gesehen. Das war so der erste Konkurrent, der rausgekommen ist. War in Farbe, kam aus dem Hause Atari, hat 6 Batterien geschluckt. Dann gab es auch noch das Sega Game Gear. Das kam natürlich aus dem Sega-Hause und war ein bisschen kleiner als der Lynx. Hat auch 6 Batterien verschluckt und hat auch ein besseres Modulsystem gehabt im Gegensatz zum Lynx. Hat allerdings nicht so einen 3D-Effekt gehabt, wie der Lynx hatte. Und dann hier sehen wir noch etwas, das ist ganz selten. Das gab es in Deutschland nämlich nie. Das ist der NEC Turbo Express oder PC Engine GT, wie das Teil in Japan hieß oder in Asien. Tja, ausgesandt von Giga machten sich dann 2 Leute auf zu MTV, um dort ein Videospielformat zu etablieren. Game One. Die ultimative Plattform für Computerzocker und Konsolenrocker. Push the button, don't push the button. Moment. Push the button, welcome to the next level. Hier lag der Fokus, anders als bei alten Giga-Zeiten, auf Zugänglichkeit und Unterhaltung. Außerdem bekommen Spiele dort kurze Beiträge, die die Informationen verdichteter offerieren. Damals entstand dann so eine kleine Videospielbewegung auf MTV. Das Thema wurde in etablierte Formate mit einbezogen, so nach dem Motto, hey, schaut mal, wir befassen uns hier mit Popkultur. Fachkompetente Unterstützung holte man sich da von Redakteuren und Autoren der Branche. Dieser ganze Prozentquatsch, mit dem wir dann versuchen, das zu machen, wenn wir einfach uns beide mal offen gegenübertreten und sagen, komm, es geht darum, einmal zu springen, dann ist das toll. Mal was anderes und recht interessant. Meist wurde einem fachkundigen Publikum aber nicht so viel Neues erzählt. Das wird euch hier wahrscheinlich gerade ähnlich gehen. Gerade Mitte der 2000er hat sich MTV ja viel zu solchen Sachen hinreißen lassen. In täglichen Sendungen wurde dann mit prominenten Spielern locker und flockig über Videospiele diskutiert. Dabei Koryphäen wie Sido, Evil Jared und Elton. Ja, Elton, du weißt, was ich fragen wollte. Ja, soll ich jetzt wieder was Nerdiges sagen, zur Information dieser Sendung beitragen? Ja. Es gibt gute und schlechte Filme. Also wenn man an Wing Commander zum Beispiel denkt, war das natürlich grottenschlecht. Aber Tomb Raider mit Angelina Jolie, entschuldige bitte, das guckt man sich doch gerne an. Das ist richtig. So, jetzt du. Ja, nee. Ja. What do you think about that? Well, you're talking about when you take a game and make a movie over there? Oh, yeah, it's a great idea. Yeah, did you see Super Mario Brothers? Yeah! Genius. Dank der Akzeptanz beim Publikum gipfelte das 2008 sogar in die MTV Game Awards. Die Moderationen übernahmen damals der eine mit Brille von Joko und Klaas und Hartnett Tesfaye. Die beiden waren damals eben sowieso bei MTV zugange und was läge da näher, als sie dann gleich die ganze Show hosten zu lassen. Und das spricht ja auch nichts dagegen.
Außer, naja, außer vielleicht den nötigen Bezug zur Sache. Ich bin mir sicher, dass die Metal Gear... Oh Gott, was ist denn los heute Abend? Ich bin mir sicher, dass die Metal Gear Soldiers kennen. Warte doch mal! Soldiers, das sind die Soldaten in dem Spiel, ja? Nur einer! Ich bin solid! Okay. Oh Mann, und dabei haben sie die schlimmeren Ansagen bei dieser Veranstaltung schon rausgeschnitten. Haha, ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich habe mich auch nicht lang bitten lassen. Im Prinzip wollen wir Zocker doch alle nur das eine, oder? Paddeln. Ja, ich weiß noch, mein erstes Spiel, das ich gespielt habe, es war... Asteroids. Da musste man durch so ein unterirdisches Tunnelsystem und konnte sich zu so einem Ball machen, musste so parasitenartige... Metroid! Was? Nein, ich weiß doch, was ich gespielt habe. Außerdem ist Metroid dieses Spiel mit den Klötzchen, aus denen man alles aufbaut. Das ist Minecraft! Nein, Minecraft ist doch eine Konsole. Dreamcast! Nein, Dreamcast ist doch dieses Land, in dem dieses rosa Pokémon mit dem Edding... Kirby ist kein Pokémon! Was? Das ist Pokémon. Ein Pokémon ist eine Zukunft. Laudatoren hat man auch aus allen Ecken geholt. Da gab es zum Beispiel aus dem Sport Ole Bischoff und Susi Kentikian, die Donuts aus der Musik und aus dem Bereich Comedy Elton. Ach nee, ich kann ja kein Japanisch. So, was wollte ich sagen? Auch aus der Videospielbranche selbst hat man sich prominente... Also, prominente... Gesichter geholt. Da gab's dann Jade Raymond, die dank ihrer Auszeit den Assassin's Creed Spielen zu ziemlichem Ruhm verholfen hat, und Hideo Kojima, der gleich mal für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Big one that you all remember Metal Gear Solid Series 4 is the dramatic and incredible cutscenes. Es geht aber natürlich vor allem darum, dass man durch diese bekannten Persönlichkeiten zeigen will, wie gesellschaftlich anerkannt und popkulturell etabliert man doch so als Unterhaltungsmaschinerie ist. Außerdem schafft der Einsatz von größeren Namen auch ein größeres Stück Aufmerksamkeit. Deswegen setzen die seit ein paar Jahren auch immer mal wieder renommierte Stars als Sprecher für Videospielfiguren ein. Da gibt es zum Beispiel Nora Tschirner als Lara Croft im aktuellen Tomb Raider. Und dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth. Und ein Soldat in Halo 3 erhielt die Stimme von Elton. Ihre Rüstung ist immer noch teilweise deaktiviert. Sehen Sie nach hier oben, Sir. Ja. Sollen wir da gerade einer geheimen Verschwörung auf die Schliche kommen? Gewonnen, Stefan! Ja! Ein Jahr später gab es dann übrigens auch noch eine Preisverleihung. Die fand allerdings in einem viel, viel kleineren Rahmen statt und es gab auch kein Publikum mehr. Nur noch ein paar bewegliche Pappaufsteller. Es kamen auch keine Gäste mehr vorbei. Und der Lifetime Achievement Award ging an Peter Molyneux. In der heutigen Zeit gibt's aber selbstverständlich auch noch ein paar Sendungen, die sich mit Videospielen befassen. Game One ist natürlich nach wie vor auf Sendung und auch neue Formate wie zum Beispiel Reload auf 1 Plus machen ihre Sache gut, wobei das ein wenig incestuös wirkt, denn der dortige Redaktionsleiter machte denselben Job zuvor bei Game One. Und sie haben sogar die Sprecherin aus alten MTV-Zeiten rekrutiert. Immerhin macht man sich bei fast allen Musikspielen permanent zum Affen. Aber wer hat nicht selber schon mal eine Rüstung links liegen lassen, weil er in einer anderen nicht so geilen besser aussah? Man könnte jetzt auch viel Negatives über Reload sagen. Es erfindet ja auch das Rad nicht neu und erzählt auch den Hardcore-Spielern nichts weltbewegend Neues. Jedoch scheint es so, als hätte man mit öffentlich-rechtlichen Mitteln die Chance, tiefer in Videospielregionen zu penetrieren. So kann man zum Beispiel auch japanische Entwickler über Japano-Rollenspiele befragen. Auch wenn unsere Anfänge auf westliche Rollenspiele zurückzuführen sind, fühlten sich diese für uns irgendwie immer kompliziert und schwer zugänglich an. Davon können YouTuber nur träumen. Und das war's auch schon wieder für heute. Fernsehen macht blöd, aber man lernt dabei viele neue Begriffe, wie zum Beispiel Plattitüde.